Der Reformator, insbesondere der Martin Luther, die haben die Schrift übersetzt, die Bibel übersetzt in die deutsche Sprache. Was hat das für einen Einfluss gehabt, die Übersetzung auf die deutsche Sprache? Unsere Hochsprache, das war eine Erfindung von Luther, das war ein ganz grosses kulturelles Ereignis. An einem ganzen Sprachgebiet eine Standardsprache zu geben, auch ein riesiges Ereignis war. Wie schnell sich die Standardsprache, die erfundene Sprache von Luther durchgesetzt hat. Das war eine grundsätzliche religiöse Handlung, eine Sprache zu finden und zugleich natürlich eine aufklärerische, humanistische Handlung. Und der Buchstabe hat hier einen eindeutigen religiösen Hintergrund. Die fromme Frau, die täglich in der Bibel liest, schon ihr ganzes Leben, ist 80, die hat die ganze Bibel auswendig. Aber sie liest immer noch die Bibel. Missionsschule, die erste Missionsschule. Also die reine Leseschule. Sie mussten lernen lesen, damit sie Christen werden können. Junge, wenn sie zum Beispiel eine Zeitung aufdrücken, sehen fast nur noch Bilder. Man hat manchmal das Gefühl, das Bild verdrückt ein bisschen das Wort oder eben den Buchstaben. Warum lohnt es sich heute auch noch für Junge, sich mit diesem Buch von der Bibel auseinanderzusetzen? Das Abenteuerlichste, was ich erlebt habe in meinem Leben, war auch Lehren lesen und schreiben. Die Buchstaben. Das hat mich fasziniert. Dass wir B, A, U, M zusammensetzen und dann zusammensetzen und das ist ein Baum. Und das ist viel mehr Baum als ein gezeichnet oder fotografiert. Es ist viel mehr Baum als der Baum da draußen, sondern das ist der Baum, B, A, U, M. Ein guter Freund von mir, der Schriftsteller Max Frisch, er ist eigentlich in seinem ganzen Leben nie mit Religiösem in Kontakt gekommen. Erst im Zusammenhang mit einem von seinen letzten Bücher hat er dann eine Bibel in die Hand genommen und dort einfach drin rumlesen. Und er hat es faszinierend gefunden und es ist drinnen geblieben hängen. Du schreibst ja selber im Buch, aber Christsein ist nicht zu verwechseln mit Erfolg zu haben. Und die sagen doch, Christsein ist schwieriger als Schweizer zu sein. Jetzt ist ja jemand, die so eine Religion gebraucht wird, für den Patriotismus, man sieht es in Amerika. Und jetzt auch geschrieben, Christsein ist viel schwerer als Schweizer zu sein. Und vielleicht ist es in diesem Land fast unmöglich, in diesem Land, das von sich glaubt, immer und an allem unschuldig zu sein. In der Schweiz ist es anscheinend schwierig, Christ zu sein. Ist das aber, weil man zu wenig anhängt? Es gibt viele Leute, die Christentum mit Anständigkeit verwechseln. Wenn Christentum nichts anderes ist als Anstand, dann interessiert es mich nicht. Es gibt eine Staatsreligion, eine weltweite Staatsreligion, die ich für ein Verbrechen halte. Und das ist Patriotismus. Patriotismus ist nichts anderes, als ein Staat zu etwas Religiösem zu erklären. Und nachher kann man für Gott und Vaterland in Kriegen. Für mich die penetranteste Darstellung davon ist für mich Amerika. Wo Ostern echt ist, durch die Strasse laufen, mit einem amerikanischen Fähnchen winken. Und Weihnachten ist, durch die Strasse laufen, mit einem amerikanischen Fähnchen winken. Dort ist für mich die Verwechslung von Religion und Staat. Das ist eben auch das Feindesliebe, etwas vom Einzigartigsten, was er gesagt hat oder auch gelebt hat. Und dass man bei sich selber muss anfangen. Sie sagen, ich muss einsehen können, dass ich selbst die Neigung zum Unfrieden, zur Ungerechtigkeit, zur Aggression habe, dass es meine Neigung zum Unfrieden ist, die Unfriede stiftend und mich etwa die Neigung der anderen. Also ist es vielleicht auch so, dass Jesus den Blick auf uns selber gerichtet hat, dass man zuerst einen Röntgenblick in uns selber macht, bevor man auf die anderen schaut? Und was der Name Christus, was der Name Jesus von Nazareth
in die Welt gesetzt hat. Und ich lebe in dieser Kultur. Ich würde auch in dieser Kultur leben, wenn ich nicht Christ wäre. Die Einzigen, die ihre Gründe nicht über Bord können werfen können, sind Kirche. Und auch Jesus ist wirklich auch eine grosse Belastung. Eine grosse Belastung für die Kirche. Der Zeigefinger von dem radikalen Denker, für seine Zeit radikalen Denker. Wenn sie hätten können, hätten sie den Jesus rausgeholt. Darum schreibt ihr euch im Buch, die Kirche muss Jesus mitschleppen, sie kann ihn aber nicht loswerden. Das ja, ist auch natürlich, genau ja. Die Aussage, die ihr jetzt selber auch geschrieben habt, ich brauche Gott, damit das alles, was ist, nicht sinnlos ist und damit das alles, was ist, nicht alles ist. Ich bin interessiert, dass das Leben Sinn macht. Für das muss es gemeint sein. Ich brauche einen, wo das Leben gemeint hat. Mein Glaubenssatz heisst, ich weiß, dass es keinen Gott gibt, aber ich glaube an ihn. Und ich halte den Gott für eine wunderbare menschliche Erfindung. Und er ist wahr.